Hallo Leute und herzlich willkommen zur Lektion Fotoshooting. Ja, dein visueller Auftritt ist auf jeden Fall sehr wichtig für deine Marketingkampagne sozusagen, für den Aufbau deiner personenbezogenen Marke. Denn gute Bilder kannst du immer und überall gebrauchen und verwenden, sei es jetzt für regelmäßigen Content, sei es eben um deine Social-Media-Kanäle überhaupt zu bestücken, für deine Profil- und Titelbilder, für deine Website, wenn man zum Beispiel auch von dir Bilder braucht, für die Veranstaltungs-Artworks und so weiter. Also eben generell, Fotos von dir sind extrem wichtig und deswegen auf jeden Fall eine eigene Lektion wert. Professionelle Bilder sind elementar für deinen Social-Media-Auftritt. Bedeutet, dass du eben kein Foto, das du irgendwie mit deinem Handy geschossen hast oder das jemand anderes mal von dir irgendwo beim Spazierengehen aufgenommen hast, für deine Profilbilder oder Titelbilder benutzt, sondern dass du hier wirklich gute Bilder benutzt. Eben auf SoundCloud, Instagram, Facebook und so weiter für deine Website. Dass du hier bei den Bildern, die immer und überall sichtbar sind, eben die mit dem ersten Kontakt dann zusammenhängen der Leute, die auf deine Website, auf deine Profile gehen, die müssen wirklich hochqualitativ sein und vor allem eben auch dich zeigen. Es sei denn eben, du hast hier ein Gimmick mit einer Maske oder dass du vielleicht generell inkognito bleibst und nur dein Logo verbreitest, was auch immer. Das ist ja dann eher die Ausnahme als die Regel. Aber auf jeden Fall, normalerweise nimm für derartiges immer professionelle, hochqualitative Bilder, wo du gut abgebildet bist. Stil und Stimmung der Bilder sollten generell überall stimmig sein. Also schau, dass du hier ein plattformübergreifendes Layout benutzt. Entweder du nimmst sowieso überall dieselben Bilder, vielleicht nicht überall immer genau dasselbe Bild, aber innerhalb eines Shootings entstandene Bilder ähneln sich ja doch sehr. Außerdem kannst du hier dann noch den Look von der Farbe her angleichen. Du hast vielleicht einen bestimmten Filter oder eben deine Kleidung, die du trägst, was auch immer. Also schau auf jeden Fall, dass deine Bilder an sich übergreifend von den Plattformen her zusammenpassen und dass die Bilder überhaupt generell schon mal zu dir und deinem Charakter, deinem Genre, deinem Stil, was du eben dann auch darstellst, gut passen. Denn wenn du eben ein Hochzeits-DJ bist, dann ist es vielleicht auch eher komisch und untypisch, wenn du eher düstere, dunkle, schwarz-weiß Bilder von dir postest, wie es vielleicht auch eher in der Techno-Szene üblich ist. Deswegen passt dich hier sozusagen dann auch daran an. Schau auch, dass es natürliche Bilder sind. Ein gekünsteltes Lächeln oder irgendwelche anderen künstlichen Posen erkennt man schnell, das wird dann eher peinlich. Von daher such dir einen guten Fotografen, der schafft es dann auch, das Ganze eben natürlich so aus dir rauszukitzeln. Oder macht das Ganze halt eben an besonderen Sets, wo das alles sowieso schon von alleine kommt. Deswegen eben natürliche Bilder mit einem am besten noch natürlichen Gesichtsausdruck. Der muss natürlich nicht immer lachend und fröhlich sein, aber eben auch ein ernster Gesichtsausdruck merkt man schon eben, ob der echt ist oder vielleicht gespielt. Deine gewöhnlichen Bilder, also nicht die Pressefotos, also das, was du sonst an Output so generell hast, die können natürlich experimenteller sein als deine Pressebilder. Aber wichtig ist natürlich, dass du auch generell im Fokus des Bildes stehst. Denn wenn du nur in der kleinen Ecke des Bildes bist und sonst irgendwelche Landschaften zu sehen sind oder haufenweise Publikum, aber du nicht, oder noch besser eben du gar nicht auf dem Bild bist, dann bringt dir das herzlich wenig. Deswegen schau, wenn du zum Beispiel auch mit Fotografen zusammenarbeitest, dass du mit diesen Leuten sprichst, dass die eben darauf Acht geben, dass du immer im Mittelpunkt, generell im Fokus dieser Bilder stehst. Schau, dass du interessante Locations wählst. Am besten ist natürlich sowas, wenn du bei einem Auftritt bist. Aber generell gibt es ja keine Grenzen, also du kannst dich überall fotografieren lassen. Schau einfach, dass es dann nicht unbedingt nach einem Urlaub aussieht und dass der Hintergrund und das Drumherum eben alles nicht mehr von dir ablenkt. Und ansonsten kannst du hier deiner Kreativität oder der Kreativität deines Fotografen freien Lauf lassen. Du kannst zum Beispiel auch mit besonderen Outfits arbeiten, vielleicht ist es sowieso dein Markenzeichen. Wenn nicht, eben schau, dass du vielleicht ein besonderes, etwas ausgefalleneres Outfit nimmst, das vielleicht auch zu der Stimmung der Bilder gut passt. Die Klamotten, die dann
ja, und auch Kleidung, die zu deinem Genre, eben zu deiner Szene gut passen. Eben vielleicht auch was Ausgefalleneres, weil du ja auch ja, ziemlich in der Öffentlichkeit im Mittelpunkt stehst und für viele vielleicht auch ein Trendsetter bist. Dazu dann auch noch mehr in der Lektion Kleidung des Lifestyle-Kurses. Aber generell eben, ja, schau, dass es nicht zu gewöhnlich und einfach ist. Du willst ja auch, dass diese Bilder ein Eyecatcher werden. Fotos während des Gigs vorhin schon angeschnitten sind auf jeden Fall am besten, denn hier hast du den Social Proof Effekt. Das heißt eben, die Leute sehen direkt so, oh okay, der muss ja was auf dem Kasten haben, denn er spielt öffentlich, er spielt vor großem Publikum, er kann mit dem und dem Equipment sehr gut umgehen. Das Ganze ist natürlich auch oft spektakulär, transportiert viele Emotionen und deswegen sind das auf jeden Fall die besten Bilder. Hier ist es aber auch eine große Herausforderung für den Fotografen, denn oft ist das Licht sehr dunkel, es ist eher hektisch, es wird schwierig, das alles einzufangen. Aber wenn du hier jemanden guten bei der Hand hast, dann sind das mit die wertvollsten Bilder, die du haben kannst. Hochqualitative Bilder aus dem Alltag sind immer ganz cool für deinen Social-Media-Auftritt. Du kannst dich hier mal knipsen lassen, wenn du vielleicht im Studio gewisse Arbeiten machst oder du vielleicht zu Hause gerade an deinem Equipment stehst oder vielleicht unabhängig von der Musik einfach so, wenn du im Alltag bist. Coole, hochqualitative Bilder, vor allem für Instagram zum Beispiel, kann nicht schaden, empfehlen wir dir auf jeden Fall. Wenn du hier noch ein bisschen was Besonderes machen möchtest, sozusagen den Bildern eine gewisse Würze verleihen möchtest, dann schau, ob du vielleicht mit ja, Licht und Schatten hier ein bisschen spielen kannst oder eben anderen Stilelementen mit farblichen Geschichten, dass du ja, deine Bilder eben einzigartig machst und den Bildern auch einen ja, gewissen Stil verleihst, den hoffentlich dann auch nur du hast und es deswegen ein gutes Wiedererkennungsmerkmal ist. Fotos mit Equipment sieht man bei DJs ganz, ganz, ganz häufig und das ist eine wirklich problematische Geschichte. Man kann natürlich Bilder mit seinem Equipment machen oder mit, sagen wir mal, Geräten, die einen Bezug zur Musik haben, denn eben klar, das ist ja auch das, was man dann immer transportieren möchte, dass man was mit DJing zu tun hat, dass man was mit Musik zu tun hat. Aber leider wird der Versuch dann oft sehr, ja, peinlich, weil man irgendwie unangeschlossenes Equipment in der Hand hält, irgendwo präsentiert. Aber diese Bilder sind ja eigentlich kein Product Placement, sondern sollen ja dich zeigen. Auch unangeschlossenes Equipment irgendwo in der Luft hat nichts Natürliches an sich. Deswegen ja, sind es eher komische Versuche. Und deswegen empfehlen wir dir, lass es sein. Das lenkt nur unnötig ab. Das ist eher auch peinlich. Dein Publikum fühlt sich dadurch jetzt auch nicht besser unterhalten. Es kann natürlich sein, dass du mal auf eine wirklich geniale Idee kommst. Dem möchten wir dann natürlich ja nicht absprechen. Aber ja, halt dich ein bisschen zurück, insofern du vielleicht einfach nur einen Mixer wie dein Baby so im Arm halten möchtest. Das ist auf jeden Fall Quatsch. Die Pressefotos jetzt hier nochmal ein bisschen genauer beleuchtet. Die solltest du auf jeden Fall in einem professionellen Fotostudio aufnehmen. Denn hier hast du die besten Verhältnisse, was das Licht angeht, was ja eben die Ausrüstung an sich angeht. Auch hast du dann oft einen ziemlich neutralen Hintergrund, der vielleicht einfarbig ist oder nur ein ja, einfaches Muster hat und deswegen nicht so sehr von dir ablenkt. Außerdem bist du dann gut auszuschneiden. Das ist auch noch ein wichtiger Punkt, zu dem wir gleich kommen. Schau hier eben einfach, dass du wirklich als Pressefotos sehr, sehr gute, hochwertige Fotos machst und das wirst du dann ja auch am wahrscheinlichsten in einem guten Fotostudio umgesetzt bekommen. Dein Style kann natürlich schon locker und künstlerisch sein, sollte aber im Prinzip auch so ein bisschen einen Touch von deinem Passbild haben. Also man sollte dich als Person sehr gut sehen, am besten auch dein Gesicht, aber eben natürlich nicht ganz so steif und bieder wie bei einem Passbild. Deswegen haben wir das mal hier so formuliert, zwischen dem und dem. Du kannst dadurch eben durch, wie vorhin erwähnt, so Licht und Schatten oder gewisse andere Elemente hier noch ja, mehr künstlerische Note reinbringen und was Besonderes machen. Aber natürlich, selbst wenn du vor einem schwarzen Hintergrund stehst und das Licht vielleicht nur von einer Seite kommt und deswegen die andere Gesichtshälfte nicht beleuchtet ist, geht es trotzdem darum, dass du im Mittelpunkt des Bildes stehst und das, was man sieht von dir, eben gut zu sehen ist und dass es eben jeder erkennt, direkt hier auf dem Bild geht es nur um dich. Das Ganze kann dann natürlich auch ein Eyecatcher sein, ganz klar. Schau hier einfach, dass es gute Bilder sind, bei denen du eben auch gut zu erkennen bist, aber das Ganze dann nicht zu verspielt und verrückt wird.
Wenn du diese Bilder dann über einen längeren Zeitraum verwendest und eben auch plattformübergreifend, dann tust du dir insofern einen Gefallen, dass du immer schnell wiedererkannt wirst, wenn die Leute durch den Feed scrollen und immer denselben Style oder den ähnlichen eben von deinen Bildern sehen. Dann erkennen die Leute eher, aha, okay, das ist DJ so und so. Finde ich cool, interessiert mich eh immer, mache ich dann kurz mal Stopp und schaue es mir genauer an. Auch eben, wenn die Leute zu anderen Plattformen wechseln, ist es ja schnell wie so eine Art heimisches Gefühl, dass die Leute eben sehen, dass es hier um dich geht und auch dieses Gefühl sich sozusagen einstellt, dass hier alles einen professionellen, gut zusammenhängenden Look hat. Am besten solltest du dir auch bei dem Shooting dann die Bilder in einem PNG-Format geben lassen, bei denen du ausgeschnitten bist. Das ist insofern hilfreich, dass wenn du mal auf ein Veranstaltungs-Artwork drauf sollst, auf Plakate, eben Flyer oder die Bilder, die dann in den Facebook-Veranstaltungen drin sind, dann sind das ja meistens Collagen mit allen möglichen Infos, wo dann noch ein Bild von dir mit integriert ist. Und das ist natürlich Quatsch, wenn man hier einfach das viereckige Foto von deinem Shooting einfügt, sondern da braucht man dann eben ja nur dich als Person und deswegen eben gut, wenn das vor einem recht simplen Hintergrund ist, dass man dich gut ausschneiden kann und dann auch die Datei so abspeichern, dass man nur dich als Person da auch reinziehen kann. Trotzdem solltest du dir klar dann auch die eigentliche Originaldatei geben lassen, also nicht die, bei der du ausgeschnitten bist, damit du die ja auch für dein Facebook-Profilbild beispielsweise verwenden kannst. Wenn du hier mit besonderen Outfits arbeitest, das ist wie bei den Fotos allgemein, kannst du hier noch eine gewisse Würze reinbringen, deinen eigenen Style zeigen auch, dass du zu einer bestimmten Szene gehörst. Ja, und hier eben kommunizieren, für was du stehst. Wie sagt man so schön, Kleider machen Leute. Deswegen unterschätze es nicht und geh vielleicht auch extra shoppen und hol dir irgendwas Cooles, Besonderes, Ausgefallenes. Auch bei den Pressefotos ist es noch eher als bei den generellen Fotos empfehlen wir dir eben noch weniger Equipment zu benutzen, denn hier geht es ja in erster Linie darum, dass du gut zu erkennen bist und deswegen auf jeden Fall lass es hier noch eher weg als bei den normalen Fotos, dass du dich mit deinem Equipment ablichten lässt. Das Ganze wirkt einfach nur peinlich, das lenkt ab, das nimmt oft ja auch viel Platz vom Bild weg und hier solltest eben einfach nur du zu sehen sein und sonst nichts. Keine Ablenkung, keine unnötige Platzverschwendung. Und wenn du dich hier eben mit deinem Mixer auf die Wiese legst, dann wird es vielleicht eher bei deiner Konkurrenz ein müdes Lächeln hervorrufen und dein Fanbase fragt sich, was das Ganze denn soll. Aber ja, hier freut sich vielleicht, wenn überhaupt, nur der Fotograf, dass er vielleicht mal ein bisschen was Ausgefallenes machen kann. Aber du tust dir auf jeden Fall keinen Gefallen. Deswegen Pressefotos ein bisschen simpler, einfacher gehalten mit hauptsächlich nur dir. Generell Fotos sind auf jeden Fall auch extrem wichtig, dass du regelmäßig viel Output liefern kannst. Am besten eben alles so qualitativ hochwertig wie möglich und am besten viele, viele Bilder von deinen Auftritten in einer guten Qualität mit deinem Publikum, wo man die Veranstaltung auch noch gut sehen kann. Das sind mit die beiden wichtigsten Punkte eben. Veranstaltungsbilder und qualitativ hochwertige Pressefotos. Wir hoffen, du konntest in dieser Lektion einiges mitnehmen. Insofern du noch Fragen oder Anregungen zu dieser Thematik hast, dann schreib uns gerne eine E-Mail. Diese findest du hier unter dem Video. Wir sehen uns dann gleich wieder in der nächsten Lektion und wünschen dir bis dahin alles Gute.